Free-to-play ist doch nur was für Casual-Noobs. Also so zumindest die Meinung unter Hardcore-Spielern. Mit diesem Vorurteil will EA mit Battlefield Play for Free aufräumen. Das ist augenscheinlich eine kostenlose Neuauflage von Battlefield 2, die zwar inhaltlich eingedampft wurde, dafür aber auch nichts kostet. Das klingt für echte Genre-Fans allemal interessanter als EAs letzter Streich dieses Kalibers, der Gratis-Shooter Battlefield Heroes. Doch die Frage bleibt, wie viele Abstriche kann man bei einem Spiel akzeptieren, nur weil es gratis ist? Ja Mensch, das hier kennt man doch alles. Richtig, das sind die Straßen von Karkand, einer der beliebtesten Maps aus Battlefield 2, im Play-for-Free-Nachbau. Der Gratis-Shooter funktioniert auf den ersten Blick genau wie das Vollpreis-Original, sprich, wir müssen Flaggen erobern. Hier zählen die Abschüsse allerdings nur fürs eigene Ego und nicht für die Mannschaft. In diesem sogenannten Assault-Modus, dem einzigen Modus von Play-for-Free, entscheidet über den Sieg einzig und allein, wer am längsten die meisten Flaggen hält. Der Punktestand und die aktuelle Siegestendenz wird oben rechts eingeblendet. Trotzdem belohnt uns Play for Free natürlich für Abschüsse, und zwar mit Erfahrungspunkten. Das sind die, die hier bei jedem Feintreffer so unaufdringlich eingeblendet werden. Mit jedem neuen Rang erhalten wir einen Trainingspunkt, den wir in eine Spezialfähigkeit investieren können. Zum Beispiel Granaten werfen oder das Bord-MG im Panzer benutzen. Richtig, das kann nicht jeder. Weil wir hier gerade einen Sanitäter spielen, schalten wir natürlich frühestmöglich den Defibrillator frei. Mit dem stellen wir gefallene Kollegen wieder auf die Beine. Neben dem Sunny gibt es noch drei weitere Klassen, die im weitesten Sinne denen aus Bad Company 2 entsprechen. Der Sturmsoldat verteilt Munition an seine Kollegen und darf Sturmgewehre benutzen. Ein bisschen irreführend ist diese Knarre hier. Der Unterlauf-Granatwerfer ist nur Schmuck. Sowas gibt's in Play for Free bislang nicht. Scharfschützen können wie in Bad Company 2 Bewegungsmelder einsetzen, die die Position von Feinden auf der Karte markieren. So kann man sich prima an nichtsahnende Gegner heranpirschen. Aber die Hauptwaffe des Snipers ist natürlich sein Präzisionsgewehr. Aber weil es in Play for Free ja nicht um Abschüsse, sondern allein um Flaggen geht, passt der Scharfschütze nicht so recht ins Konzept. Klar, der kann auch Flaggen einnehmen, aber im Nahkampf ist er nun mal allen anderen Klassen unterlegen. Der Pionier macht Fahrzeuge heile oder kaputt, je nach Teamzugehörigkeit. Wie in Bad Company 2 können wir Fahrzeuge mit Tracern markieren, die die Panzerfaustgeschosse ins Ziel leiten. Die Tracer-Pistole steht übrigens jeder Klasse zur Verfügung. Womit wir bei den Fahrzeugen wären. Die entsprechen denen von Battlefield 2, Humvee und Botnik gehören entsprechend auch zum Vorfahren. Wesentlich mehr Bums hat da natürlich der Panzer. Wirklich schlagkräftig wird er aber erst mit einem MG als Zweitwaffe, dass man sich wie gesagt erst freischalten muss. Der Umgebungsschaden des Hauptgeschützes ist nämlich sehr gering, was zu albernen Situationen führen kann. Der APC ist da der effektivere Infanteriekiller, wobei man auch bei dem die Zweitwaffe erst freischalten muss. Kommen wir zu den Hubschraubern und bei der Gelegenheit auch endlich mal zu einer neuen alten Map, Oman. Die Helis funktionieren ziemlich genau wie in Bad Company 2, das heißt es gibt einen Piloten mit Raketen und einen Bordschützen mit MG. In Play for Free darf allerdings nicht jeder ins Cockpit, wir mussten für den Flugstart einen Trainingspunkt opfern. So schwingen sich nur diejenigen Spieler in die Lüfte, die das auch wirklich wollen. Ob die das dann auch wirklich können, ist eine ganz andere Frage. Die hohe Schule der Fliegerkunst sind natürlich die Jets. So leicht wie hier wird einem selten ein Abschuss präsentiert. Also, naja, wie dem auch sei. Weil es keine Joystick, sondern nur Mausunterstützung in Play for Free gibt, ist es mitunter ein wenig schwierig, besonders enge Kurven zu fliegen, denn irgendwann geht einem halt die Tischplatte aus. Aber unser Gegner hier hat ja zum Glück das gleiche Problem. Im Vergleich zu Battlefield 2 fehlt nicht nur die Joystick-Unterstützung, sondern auch das Teamspiel, besonders das Squad-System. Wir können nicht bei unseren Kumpels spawnen, sondern ploppen zufallsgesteuert irgendwo in der Nähe einer unserer Flaggen auf. Nur der Sturmsoldat hat die Fähigkeit, gelegentlich Verstärkung zu rufen. Das haben wir hier auf die Taste 5 gelegt.
Wenn wir diese Fähigkeit aktivieren, für die es keine Animation oder sowas gibt, starten unsere Kollegen für ein paar Sekunden bei unserer Position. Ob die das nun wollen oder nicht. Manchmal spawnen wir auch an einem Fallschirm mitten über der Karte. Warum, haben wir bislang nicht herausfinden können. So, jetzt gibt es noch die dritte Karte im Bunde, Sharky. Relativ klein, relativ verwinkelt und mit relativ überhaupt keinen Fahrzeugen. Und weil dieses Video bislang so gänzlich unlustig war, hier noch schnell ein Witz. Wie spielt man sich in die Herzen der Gegenmannschaft? Durch den Brustkorb mit dem Messer! Um Play for Free spielen zu können, müssen Sie einen Account erstellen auf battlefield.playforfree.com. Die Seite und das Spiel gibt es bislang nur auf Englisch. Dann klicken Sie hier rechts auf... Hey, hallo! Hier nicht Action-Videos gucken, aufpassen! So, hier rechts klicken, dann geht's weiter. Mailadresse angeben, am besten echte, bestätigen, dann Passwort, Alter und das ganze Blabla. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem von Play for Free. Sie müssen sich nun fest für eine der vier Klassen entscheiden. Wechsel im Spiel gibt's nicht. Sie können höchstens noch einen Zweitcharakter anlegen und den dann separat hochleveln. Für alle weiteren Charaktere müssen Sie zahlen. Rund 1 Euro pro Slot. Slot, nicht Slut. Wir haben uns jedenfalls für den Medic als Hauptcharakter entschieden. Mit dem punktet es sich nämlich am leichtesten. Dann gibt man noch einen Namen ein und stellt ein paar Details beim Gesicht ein, das man eh nie zu sehen bekommt, und klickt auf Create Soldier. Jetzt startet die Installation und danach dann das Spiel. Play for Free empfängt uns mit diesem Startbildschirm. Hier wird fleißig Werbung für Ingame-Items gemacht, die wir uns bitte kaufen sollen. Hier sehen wir auch unseren Kontostand, unterteilt in Battle Funds und Credits. Battle Funds sind unser echtes Geld. Die muss man kaufen, ab 700 Stück für 5 Euro. Credits hingegen können wir uns gratis erspielen. Die kriegen wir am Ende einer Runde gutgeschrieben. Mit Battle Funds oder Credits können wir dann Waffen kaufen. Die sind alle einen Tick besser als die Standardknarre, aber auch nicht gerade günstig. Mit den kostenlosen Credits dürfen wir die Waffen nur mieten, zu obendrein recht happigen Preisen. Man kriegt wohl nur schwer genug Credits zusammen, um sich ständig was Hübsches zu mieten. Ich meinte Waffen, hübsche Waffen! Herrgott, wer schneidet eigentlich diese Videos zusammen? Wer mit Battle Funds bezahlt, bekommt auf Wunsch auch was fürs Leben. Das kostet dann aber auch schon mal gut 4 Euro pro Wumme. Achievements oder Orden für die Waffen gibt's nicht, insofern wird man schwerlich mehr als eine benutzen wollen. Klamotten kann man nur mit Battle Funds bezahlen, aber auch die sind nicht gerade günstig. Der praktische Nutzen ist dabei eh fragwürdig. Wer natürlich immer gern am Flugplatz ansteht, der kann sich gerne eine Fliegerkombi plus Helm kaufen. Im nächsten Menü gibt's dann noch Booster. Hier erkaufen wir uns gegen Battle Funds mehr Erfahrungspunkte oder mehr Credits. Im Bereich Training schalten wir Fähigkeiten frei, das kennen Sie ja bereits. Zu den Optionen würden wir ja normalerweise nichts sagen, bei Play for Free tun wir es aber doch. Diese Einstellungen können Sie nur außerhalb des Spiels ändern, nicht im laufenden Match. Blöd war's. So, und wenn Sie sich jetzt fragen, wo der Serverbrowser ist, dann sind wir schon zwei, denn den gibt's nicht. Stattdessen schickt uns hier oben der Play Now-Button in eine beliebige Schlacht. Wir können uns nicht mal die Karte aussuchen. Es gibt zwar eine Favoritenliste, die funktionierte bei unserem Test aber noch nicht. Über die Hardware-Anforderungen können wir uns hingegen nicht beschweren. Play for Free läuft praktisch überall. Diese Szenen hier haben wir auf unserer elektrischen Zahnbürste aufgenommen. Play for Free wirkt auf den ersten Blick wie eine Neuauflage von Battlefield 2. Jedoch fehlt dem Spiel das, was Battlefield 2 gerade ausmacht, das ausgeklügelte Teamspiel. Außerdem vermissen wir den fliegenden Klassenwechsel. Und die Abzeichen. Da mag man sagen, ja was soll's, kostet ja nix. Doch wer es in Play for Free leid ist, von überlegenen Waffen niedergeballert zu werden, der wird auf kurz oder lang doch mal ein paar Euro investieren wollen. Aber die steckt man dann doch besser in das echte Battlefield 2. Das kostet heutzutage auch fast nix, bietet viel mehr und hält für immer.